take the cheddar cheese away and you can just say. No way! Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch unsere Auswahl für die Top 10 Promi-Werbungen aus einer Zeit, bevor sie berühmt waren. Dad, I missed the bus. Really? Hold on, Mr. Rushing out the door. You haven't had your breakfast yet. No, I... Oh, I know. Tick, tick, tick. Look, you've got time for Kellogg's Pop-Tarts. But you get an extra therapeutic action with Preparation H. Für diese Liste sehen wir uns einige Werbespots mit Prominenten an, die gemacht wurden, bevor sie zu weltweitem Ruhm aufgestiegen sind. Fallen euch noch weitere ein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Atari Lynx. Tobey Maguire. Hey, Mr. Block. Can I go to the bathroom? 2 minutes. Dieser Werbespot ist wie ein Mini-Format der frühen 90er und es ist einfach herrlich. Ein junger Tobey Maguire, gekleidet in einer ärmellosen Jeansjacke, geht ins Schulbad, um dort eine Sitzung mit einem Atari Lynx zu machen. Oh, yes, yes. Dies war eine Spielkonsole und sogar die erste mit einem Farb-LCD. Sie wurde im September 1989 veröffentlicht. Als der Werbespot 1990 veröffentlicht wurde, war Maguire erst 15 Jahre alt. Lustigerweise tauchte er im Vorjahr in Joystick Heroes auf, also im selben Jahr, in dem Atari Lynx veröffentlicht wurde. Aber dort hatte er keine Zeilen. Maguire begann erst Anfang der 90er Jahre stetig zu arbeiten und bekam erst 1998 in Pleasantville eine Hauptrolle. You wanted to ask me something? Nummer 9. Bubble Yum. Leonardo DiCaprio. This is a chunk of super soft bubble yum bubblegum. This is a loud thumping tube pumping boombox. Both are known for blast. Es ist heutzutage schwierig vorstellbar, dass Leonardo DiCaprio mal nicht berühmt war. Er ist seit 1989 als Schauspieler tätig und spielte 1993 als Arnie Grape in Gilbert Grape irgendwo in Iowa. Mit 19 Jahren erhielt er dadurch seine erste Oscar-Nominierung. In den späten 80ern, kurz vor seinem massiven Ausbruch, spielte DiCaprio in einem Werbespot für Bubble Yum. Er kann gesehen werden, wie er Blasen bläst, eine Boombox einführt, zu lauter Musik rockt und von riesigen Lautsprechern umgeben ist. Dies war nicht der einzige Werbespot, in dem DiCaprio auftrat. Er tauchte auch in einem für Matchbox-Autos, Kraft und Applejacks auf. Den Leuten war damals sicher nicht bewusst, was aus dem Jungen werden würde, mit dem sie da zusammengearbeitet haben. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you. Nummer 8. Clearasil. Mark Ruffalo. You can run, but you can't hide. You zap one pimple, another one appears. You need to zap, zap, double zap your sins. Die Karriere dieses Schauspielers schoss komplett in die Stratosphäre, nachdem er in The Avengers Bruce Banner gespielt hat. Aber er hatte schon lange zuvor in Filmen wie Zodiac eine wichtige Rolle gespielt. Wenn man jedoch noch weiter zurückgeht, ins Jahr 1989 erschien er in einem Werbespot für Clearasil. Ruffalo hatte dort ein Pickelgesicht und brachte seinen Schock über diese Pickel zum Ausdruck und nutzte fröhlich das Pad. Ein deutlich verlegener Ruffalo wurde an seine frühe Schauspielarbeit im Jahr 2016 erinnert, als Jimmy Fallon sie ansprach und in seiner Tonight Show ausstrahlte, damit Millionen ihn genießen und darüber lachen konnten. This is some of your earliest work, maybe your first job ever. Do you remember doing a Clearasil commercial? Do you remember this? Vaguely. You're about to. Nummer 7. Barbie und Lisa Frank. Mila Kunis. I just love to go shopping. I do too. Diese ukrainische Schauspielerin zog mit 7 Jahren in die USA und 2 Jahre später wurde sie von ihrem Vater in Schauspielklassen nach der Schule in Beverly Hills Studio eingeschrieben. Es hat eindeutig für sie geklappt. Ihre allererste Schauspielarbeit war in einem Barbie-Werbespot, in dem sie Barbies neues Glitzerhaar bewundert. Sie erschien auch in Werbespots für Liza Frank und Puppen sowie Telefon Tammy. I gotta find more. So I go to the store. And wow, there's tons of awesome Lisa Frank stuff. Es dauerte nicht lange, bis sie ihre Breakout-Rolle als Jackie in den wilden 70ern bekam. Um die Rolle zu bekommen, log die damals 14-jährige Kunis über ihr Alter, da jeder, der vorsprach, mindestens 18 Jahre alt sein musste. Nummer 6. Pringles. Brad Pitt. Zweifellos einer der berühmtesten Schauspieler unserer Zeit, begann Brad Pitt 1987 mit dem Schauspielern und trat in Episoden verschiedener TV-Shows auf. Ganz zu schweigen von seiner spektakulären Rolle als
Typ am Strand in der Komödie Hank. Davor war er auch in verschiedenen Pringles-Werbespots zu sehen und das auch als hemdloser, gut aussehender Surfer. Pringles. Pringles. Pitt trat in den späten 80ern und frühen 90ern in verschiedenen Nebenrollen auf, bevor er in Thelma und Louise als JD, ein weiterer heißer Mann ohne Shirt, Anerkennung erlangte. Well, I'm kind of stuck here like stink on stink, so I was thinking that you're going my way or I'm going your way. Und wie er in Once Upon a Time in Hollywood bewiesen hat, beherrscht er den Look nach wie vor. Nummer 5. Super Nintendo und Toyota. Paul Rudd. When you decide to get serious, there's only one place to come. The games of Super Nintendo. Nach der Highschool arbeitete Paul Rudd in verschiedenen Gelegenheitsjobs. Unter anderem als Bar Mitzwa DJ und Glasurschinken bei der Hollywood Ham Company in Kansas. Nicht zufrieden damit zog Rudd aus Kansas aus und begann in zahlreichen Werbespots mitzuspielen, darunter einen für Super Nintendo und einen für Toyota. When you get the new car. Okay. You know what car? No, what car? Did you just get a raise? We'd need a raise to buy that car. What car? Im ersten Fall spielt er ein Super Nintendo auf einer Autokinoleinwand. Und im zweiten Fall spricht er mit seinem Bruder über den $7,000 Toyota Tercel. Could I borrow the car? Tom? Not funny, Tom. Der Toyota-Werbespot wurde 1992 ausgestrahlt, 3 Jahre bevor er in Clueless auftrat. You're funny. Und sieh ihn jetzt an. Hey, sieh ihn an. Wer hätte das gedacht? Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Nummer 4. Burger King. Ben Affleck. Hello? Hi, is this Burger King? Yeah, this is Burger King. Bevor er ein weltberühmter Schauspieler war und sogar noch vor dem Werbespot, trat Ben Affleck in einem pädagogischen Kinderprogramm namens The Voyage of the Mimi auf, das den 6. Klassen in der USA gezeigt wurde. Sir? Could you please show me where the Mimi is docked? 1989, als Affleck gerade mal 17 Jahre alt war, spielte er in einem Burger King Werbespot mit, in dem er einer Frau, die ihn versehentlich anrief, da sie glaubte, seine Nummer sei die von Burger King, einen Burger King Salat lieferte. Would you deliver a chef's salad? For you? Absolutely. Im Jahr 2016 wurde Affleck der Werbespot bei Good Morning America gezeigt, während er für seinen neuen Film warb. And we found out you love your Burger King. Oh Gott. 4 Jahre nach Ausstrahlung des Werbespots trat Affleck als Fred O'Banion in Confusion, Sommer der Ausgeflippten auf. Affleck schreibt dem Regisseur Richard Linklater zu, dass er seine Augen für den Filmmachungsprozess geöffnet hat. Bereits im nächsten Jahr schrieb er einen kleinen Film mit dem Titel Good Will Hunting. You know what the best part of my day is? For about 10 seconds from when I pull up to the curb when I get to your door. Because I think maybe I'll get up there and I'll knock on the door and you won't be there. Nummer 3. Listerine und Polaroid. Morgan Freeman. Während eines Großteils der frühen 70er Jahre spielte Freeman in dem klassischen Kinderprogramm The Electric Company und obwohl die Rolle ihm einige Mainstream-Anerkennung brachte, war er nicht annähernd der Megastar, der er heute ist. Easy Reader, that's my name. Oh, oh, oh. In der Zwischenzeit trat Freeman in verschiedenen Werbespots auf. Hey, wait a minute, you say you hate it, but you keep on using it? Why, yeah! I think if it didn't taste so strong, it wouldn't be working. Einer besetzte ihn als Elektriker, der über die Wunder von Listerin sprach. Und ein anderer ließ ihn und seine Familie mit einem Polaroid fotografieren. Beide wurden in den 70ern ausgestrahlt. Why don't you get one for yourself? I'll take one. Trotz jahrelanger Arbeit verdiente sich Freeman seinen Ausbruch erst Ende der 80er Jahre dank der von Oscar nominierten Rollen in Glitzernder Asphalt und Miss Daisy und ihr Chauffeur. What are you doing? I'm trying to drive you to the stove. Nummer 2. Coca-Cola. Keanu Reeves. You've really gotta want it. Oh, 1989 gab Reeves sein Debüt als Ted Logan in Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit, das an der Abendkasse solide 40 Millionen US-Dollar einbrachte. This has been a most excellent adventure. Reeves war noch nicht der Star, der er heute ist, aber er hat sicherlich seinen Namen damit etabliert. Dennoch spielte Reeves während eines Großteils der 80er Jahre sowohl in Filmen als auch in Werbespots. 1983 trat er als Radfahrer in einem Coca-Cola-Werbespot auf, einschließlich seiner charakteristischen Surfer-Typ-Attitüde. Hey, I'm proud of you, really proud. A Coke. Great race. Who's your coach? My dad.
Dies war ganz sicher nicht sein einziger Werbespot, aber sein berühmtester, da sowohl in David Letterman als auch in James Corden darüber diskutiert wurde. But I had that thing with the director where it's like, okay, you're thirsty, you're dying, you're on an island, you're on a desert island, you haven't had anything to drink, and it's like, okay, a Coke. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Brown's Chicken, Steve Carell. Big news from Brown's Chicken. While we've always cooked our chicken in cholesterol-free cottonseed oil. Einige Schauspieler werden erst wirklich berühmt, wenn sie etwas älter sind. Steve Carell ist einer dieser Schauspieler. Natürlich wurde er in The Daily Show with Jon Stewart anerkannt, aber erst durch The Office und Jungfrau 40 männlich sucht im Jahr 2005 wurde er zu einer nationalen Berühmtheit. No! Zu diesem Zeitpunkt war Carell 43 Jahre alt. 1989, über 15 Jahre vor seiner großen Pause, erschien Carell in einem Werbespot für Brown's Chicken. Er spielt einen Manager, der für das neue cholesterinfreie Huhn der Kette wirbt. Obwohl er damals erst 27 Jahre alt war, sieht er fast genauso aus wie später mit 43. Ist Hühnerfett ein Konservierungsmittel? Brown's Chicken, it tastes better and it's better for you. Stimmt ihr unserer Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.